einer Monatsmiete bzw. zwei Monatsmieten oder mit der Sicherheitsleistung der Kaution in Verzug kommt, kann das die fristlose bzw. ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertigen. Das gilt übrigens auch für verspätete, unpünktliche Mietzahlungen nach einer Abmahnung. Die Frage, die das Landgericht Karlsruhe zu entscheiden hatte, war allerdings eine andere. Hier hatte der Mieter unter anderem Prozesskosten aus einem vorangegangenen Verfahren nicht bezahlt. Reicht das für eine Kündigung? Das Landgericht Karlsruhe hat in diesem Fall gesagt, nein, dass der Mieter Prozesskosten aus einem anderen vorangegangenen Rechtsstreit nicht bezahlt hat, das ist nicht gleichzusetzen der Nichtzahlung von Miete bzw. Kaution und dementsprechend reicht das nicht für eine Kündigung. Es kam außerdem hinzu, dass auch diese Prozesskosten nicht mal die Höhe einer Miete erreichten und wir brauchen ja schon den Mietrückstand mindestens mit einer Miete, um überhaupt in so einen Kündigungsbereich zu kommen. Insofern folgerichtig, es gab hier in diesem Verfahren sowieso noch diverse andere Gründe, die auch für die Kündigung herangezogen wurden. Insgesamt hat das dem Landgericht nicht gereicht. Man kann also zusammengefasst Folgendes sagen. Grundsätzlich sollte man Zahlungen an den Vermieter lieber leisten, gegebenenfalls unter Vorbehalt leisten und sie dann zurückfordern. Das ist immer der sicherste Weg, damit riskiert man auf gar keinen Fall eine Kündigung. Wenn man aber nicht zahlen kann, weil es alles zu viel wird, sollte man in jedem Fall immer Miete zahlen, jedenfalls mit einer Zahlungsbestimmung, die Betriebskosten zahlen mit einer Zahlungsbestimmung und die Mietsicherheit, also die Kaution zahlen. Das sind die Rückstände, die einem wirklich auf die Füße fallen und die dann auch eine Beendigung begründen in jedem Falle. Alle anderen Forderungen, Schadensersatz, Prozesskosten und so weiter des Vermieters sind etwas entspannter zu handhaben. Wenn ich also nicht genug Geld hätte, würde ich zunächst immer die Miete bezahlen und dann die anderen Forderungen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.